Moin, du Schussräume, euer Gang am Start. Ich habe die Nock heute mitgebracht, denn heute geht es um einen kleinen, auch vor allem Geschmacktest. Ihr habt mir mal gesagt, Görki, teste mal alle Diätgetränke. Ja, jetzt haben wir hier vor allem Cola. Es gibt nämlich so viele Diätgetränke und ich dachte, wir fangen gemeinsam mal mit Cola an. Jetzt ist es so, dass Diätgetränke natürlich auf Süßstoffbasis irgendwo hauptsächlich basieren und dementsprechend gibt es bei den Nährwerten keine riesen Unterschiede, denn die sind nahezu bei 0 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Und man muss ganz klar sagen, ich meine, wenn man eine Diät macht und jeder möchte mal irgendwie ein Getränk mit Geschmack haben, eine leckere Cola, und da bieten sich einfach diese Süßstoffgetränke in Anführungsstrichen an, denn sie sind nicht so schlimm, wie immer alle, ja, sag ich mal, herausposaunen und vermuten. Es gibt so viele Mythen darüber, dass irgendwie Süßstoff krebserregend ist oder sonstige schlimme Dinge anrichtet. Es gibt tatsächlich nahezu keine Studien, also es gibt keine Studien, außer bei Ratten hat man das teilweise festgestellt, die aber auch im Nachhinein als nicht richtig anerkannt wurden, dass es krebserregend sein kann. Also da könnt ihr wirklich sicher sein, da passiert nichts. Ja? Auch fast alle, ja, Gesundheitsinstitute haben gesagt, bis zu 50 Milligramm Süßstoffe sind völlig unbedenklich und da ist immer dieser Sicherheitsfaktor von 100 mit einbezogen. Auch da braucht ihr keine Sorgen haben. Also und auch Insulin. Er schüttet Süßstoff nicht aus, also ihr habt keinen Hunger oder bekommt keinen Hunger dadurch, was alle wieder auch fälschlich behaupten. Und ja, dementsprechend, der eine oder andere sagt, er bekommt Appetit. Mir helfen diese Getränke tatsächlich einfach ein paar Kalorien einzusparen, vor allem wenn man abnehmen möchte. Ich bin oder wir sind eh keine Fans davon, viele Kalorien oder Zucker in Form von Getränken zu uns zu nehmen. Da gönnen wir uns mal lieber ein leckeres Eis, als uns irgendwie Zucker schon reinzukippen den ganzen Tag. Und dementsprechend, ja, ich finde Süßstoffgetränke oder Diät-Cola ist genehmigt, aber auch hier ganz klar, es gibt ein paar Sachen wegen Darmflora und Co. Ihr solltet das nicht in Massen trinken. Ja? Wenn ihr da ein paar Gläser am Tag trinkt oder auch einen halben bis zum Liter, ist es völlig unbedenklich wirklich am Tag. Und dementsprechend gerade bei so einem warmen Sommertag darf man sich mal eine kühle Diät-Cola gönnen. 100 Mal besser, als sich irgendwie eine Cola mit Zucker reinzukippen. Ganz klar unsere Meinung, siehst du auch so, oder? Ich auch so. Deswegen macht euch keinen Kopf. Wir stehen dahinter, dass man das mal trinken darf. Und da gibt es wirklich keine Studienlagen, die wirklich ganz klar bestätigt sind, dass da irgendwas passieren kann. Vor allem, wenn man das nicht irgendwie in Massen trinkt. So, wir haben jetzt, wie gesagt, Diät-Cola am Start. Es gibt ganz viele verschiedene. Inzwischen natürlich auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mit Sherry, dann gibt es hier so Ginger, dann gibt es Mango. Aber auch die günstige, ja. Und wir werden das jetzt so machen, weil es natürlich bei den Nährwerten jetzt nicht mehr so viele Unterschiede gibt. Ist vor allem auch Nock dabei, weil es geht mehr um den Geschmack. Die sind ja, wie wir wissen, unterschiedlich. Der Timo, der Kameramann, wird quasi jetzt das Ganze im Becher füllen. Wir werden kurz aus diesem Raum verschwinden, wissen dann nicht, was in welchem Becher ist. Und dementsprechend suchen wir uns die Top 3 raus, gerade geschmacklich, was am geilsten schmeckt und die drei ekligsten. Und wir versuchen natürlich auch die Marke herauszufinden. Vielleicht ist es ja auch so, dass, ja, man bildet sich ja immer ein, so Billig-Cola wie die von, ja, schmeckt nicht so gut, aber vielleicht, wenn wir es nicht wissen, schmeckt sie mindestens genauso gut wie eine Coca-Cola oder hier so eine etwas teurere Fritz-Cola. Wir checken das einfach mal ab. Und wie gesagt, alles Cola irgendwo und ja, wird auf jeden Fall interessant. Okay, stehen die ganzen, gucken, sind doch noch ein paar ordentlich. Ja. Ne? Also wir müssen sagen, wir haben einfach die gekauft, die wir jetzt im Supermarkt gefunden haben. Es gibt bestimmt noch mal bestimmt 5 oder 10 andere aus irgendwelchen Discountern oder irgendwelchen Geschmacksrichtungen. Ich denke aber, das ist so grob das, was man im Supermarkt findet. Und ich würde sagen, optisch, ein paar sind ein bisschen heller. So, ja, dunkler. Ein paar sind ganz dunkel, aber sieht alles aus wie Cola. Wir fangen im Geschmack dort an. Noch probieren wir mal zuerst. Wir suchen, wie gesagt, die drei besten und die drei schlechtesten raus und versuchen einfach mal die Marke herauszufinden. Warte, nochmal, bevor du was sagst. Boah, ey, das merke ich jetzt schon, ich bin schwierig. Was sagst du, sag Marke? Pepsi. Ja, Pepsi. Nein? Oh, Timo, mach so! Was? Nein. Das ist Pepsi! Die Sache ist, er ist mir klar im Vorteil, weil ich trinke selten Cola und er trinkt schon alle Cola selbst. Ich trinke mehr Cola als Wasser. Ja. Das war Afri-Cola. Nee. Aber Afri ist geil. Das ist aber voll lecker. Ich habe noch nie Afri-Cola getrunken. Also, muss sagen, Afri-Cola hat etwas mehr Koffein. Deswegen sind wir auch geil auf Koffein. Wir trinken viel davon. Würde ich immer noch, sagen wir, stelle ich ein Stück vor als Art Favorit. Einer von denen. Okay, Afri-Cola. Weiter. Also ich finde gut Afri. Geschmeckt. Das muss ich einfach neutralisieren. Geschmeckt mir gar nicht. Boah. Das kann die Billig-Cola oder ich sag Cola Light. Und du? Das ist nicht Cola Light. Was ist es für dich? Was sagst du? Tess, sag mir mal heraus. Die Billig-Cola. Okay, Simon? Fritz-Cola. Fritz-Cola, was? Nein,
niemals. Ey, das trinke ich den ganzen Tag. Ja. Das ist eigentlich mein Favorit. Ich auch. Ich trinke Quest Cola 5 Tage die Woche im Büro. Guck, da werden wir geblendet von der schönen Flasche, ne? Das ist Marketing. Marketing dazu. Ey, niemals. Die ist verarscht. Ich hätte Fritz Cola auf 1 gemacht. Ich hätte Fritz Cola auf 1 gemacht. Jetzt dürfen wir das natürlich nicht bewerten. Wir müssen nach Geschmack, nicht nach Marke. Da sieht man, was Marketing ausmacht. Aber vielleicht ist es auch nur, weil wir es aus Plastik machen. Ja, ja, jetzt redet das nicht schön. Also Fritz Cola hätte ich eigentlich als Favorit auf 1 gesehen. Ganz ehrlich, ich trinke das am meisten. Ich das auch. Ist auch immer mit am teuersten. Ich auch, ich auch. Scheiße, okay, aber können wir jetzt nicht als Favorit. Next one. Cola Ginger. Boah, das war schwierig. Oh, die Kohlensäure kommt wieder hier in meinen Magen hoch. Da ist Zitrone drin, das muss Lemon Ginger sein, oder? Mango? Ja. Ey, wir sind echt schlecht. Hatte ich auch überlegt, aber ich dachte, da wäre ein Zitronengeschmack. Ich hätte mehr was Gingermäßiges. Aber finde ich nicht besonders, weil das, da kommt noch Süße zu süß. Ja, das ist keine Cola. Wir sind echt schlecht. Du trinkst zuerst, dann sage ich. Vanille. Vanille. Richtig. Easy. Aber ist nicht mein Favorite. Mag aber meiner fast schon. Ich mag das. Okay. Okay. Ja, das ist auch easy. Die Frage ist nur, welche Marke? Ja, was ist da denn easy? Ach, Sherry. Ja, aber ob es Cola oder Pepsi ist, ich trinke das Ding nicht. Normalerweise musst du es wissen jetzt, ob es Pepsi oder Cola ist. Ich sag Pepsi, Sherry. Ich sag Cola. Aber ey, das ist geil. Hm, das ist für mich, also ich schieb das mal vorne. Ich steh drauf. Okay, next one. Cola Light. Aber ich muss mal aufstoßen so von der ganzen Cola. Schmeckt so richtig wie Standard-Cola. Das ist die Ja-Cola. Das ist die Mio. Boah. Wie gesagt, die Mio kenne ich auch nicht. Aber okay. Ja. Wir sind schlecht. Komm, nächste. Ey, wir sind echt schlecht. Wir haben einen richtig... Scheiße, wir trinken das den ganzen Tag. Das ist easy. Ich weiß, was das ist. Energy. Ja, das Cola Energy. Aber ist die Frage, man sieht es auch. Also wir haben es mal dazu genommen, weil wir dachten, okay, das ist wirklich Cola mit Energy. Aber schmeckt man heraus. Mag ich. Okay, aber. Next one. Da okay, wenn das die Mio ist, dann ist das für mich Cola Light. Ja, würde ich auch sagen, Cola Light. Absolut richtig. Aber es schmeckt auch langweilig, also meinst du es nicht? Nein, ich mag Cola Light. Ist es dein Favorit? Ja, was heißt Favorit? Wir müssen 3 Favoriten. Okay, warte, wir gehen einfach weiter. Oh, was ist das bitte? Boah, das ist Ja-Cola, ne? Nein, das ist Ginger. Ich sag Ja-Cola. Ginger. Es ist Ginger. Boah, zurück. Das ist schlecht. Voll eklig. Gehen wir erstmal weiter. Okay. Ich weiß, welches das ist. Was? Ich bin voll verblendet, ich weiß alles nicht. Das ist Cola Cherry. Ha, krass. Richtig. Aber mir schmeckt sie nicht. Mir schmeckt sie auch nicht. Da ist die Pepsi echt tausendmal besser. Also die nehme ich auch zurück gleich. Boah. Oh, das ist eklig. Das ist die Ja-Cola. Definitiv die Ja-Cola. Die schmeckt so wie so aufgelöstes Wasser, also ein bisschen. Nein, das ist keine Ahnung, was es ist. Das ist die Ja-Cola. Also geil ist es nicht. Schmeckt so. Aber es ist auch warm jetzt. Die Cola ist jetzt warm geworden. Warme Cola schmeckt nie. Wer mag schon warme Cola? Ich sag Cola Light. Von der Farbe müsste es Ja sein, weil die dunkler ist. Ja. Die Ja-Cola ist es. Ja, wusste ich. Aber auch hinten schmeckt. Kannst du mir den geben, bitte? War ich noch schön kühl. Oh, der ist kühl. Könnte ich eventuell raten. Cola Light. Nee, Pepsi. Das ist die Zero. Standard Cola Zero. Krass. Und dann haben wir hier Pepsi, ne? Pepsi Max. Oh ja, hätte ich die Pepsi Max zuerst getrunken, dann hätte ich gedacht, das ist hier Pepsi. Ist besser, ne? Ja. Richtig, das ist die normale Pepsi Max. Vorne. Pepsi Max geht immer. Für mich geht Pepsi Max auch. Was sagen wir hier nochmal? Das ist Cherry Pepsi Max. Also meine Favoriten Pepsi Max, Pepsi Max Cherry und was war denn ganz erste? Die Afri. Afri, ja, das ist meine. Da ist auch viel Koffein drin, also feiere ich am meisten. Afri. Also ganz ehrlich, ist auch Geschmackssache. Also ich persönlich finde Pepsi ist ein bisschen süßer als Coca-Cola. Finde ich persönlich einfach geiler, schmeckt mir mehr. Ich mag es so extrem süß. Was es gar nicht ging, war halt diese Mango-Sachen, finde ich. Ich weiß die, gar nicht, was das war. Ginger. Ginger. Diese Ja. Also ich mag diese Mix-Cola bis auf die Cherry, komischerweise. Mag ich die alle nicht. Und die Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, Cola ist jetzt auch nicht das teuerste Lebensmittel, oder? Nein. Nicht unbedingt. Also da muss man nicht unbedingt, vielleicht mag der ein oder andere Ja-Cola, aber ganz ehrlich, diese 30 Cent mehr. Klar, der ein oder andere muss ein bisschen auf Pfennig gucken, aber...
ich finde, wenn man jetzt sowieso nicht literweise davon trinkt, was man eh nicht sollte, dann kann man sich auch die 30 Cent oder was mehr gönnen. Und das ist ja immer im Angebot. Also ich persönlich bin Pepsi-Fan, muss ich sagen. Ich bin da irgendwie, ich bin überrascht, dass mir, das war die, ne? Fritz-Cola. Das hat uns gar nicht geschmeckt, ne? Aus dem Glas schmeckt halt alles ein bisschen anders. Nein, aber geiler. Doch, safe, voll. Das ist... Schreibt mir mal unter die Kommentare, ob die es auch so sehen. Aber das, da merkt man, dass Marketing halt uns schon richtig gefackt hat. Also so richtig, muss ich sagen. Also wie gesagt, also wir trinken, also ich trinke sehr gerne Diät-Cola, muss ich leider gestehen. Du nicht so. Und um zum Abschluss zu kommen, muss man einfach sagen, wie gesagt, wenn ihr mal einen halben Liter, einen Liter am Tag trinkt bei dem Wetter und vor allem in einer Diät, ich finde, ein Zero-Getränk kann wirklich in einer Diät krass helfen, muss man sagen. Auch wenn man sich nicht dran gewöhnen sollte, dass man nicht literweise trinken sollte. Ey, Leute, wie viel Zucker ihr trinkt, wenn ihr das alles als normale Varianten euch reinknallt, achtet, ich glaube, man kann nirgendwo besser Kalorien einsparen als bei Getränken. Das ist der einfachste Weg, weil ich finde immer, ein Ersatzgetränk schmeckt teilweise wirklich gut wie ein Original, aber wenn ihr ein Eis nimmt mit weniger Kalorien, kommt das nie an Original Ben & Jerry's oder so ran. Also spart nicht an der falschen Ecke, liebe Sportsfreunde, und ihr werdet nicht von einem halben Liter Cola Light am Tag Krebs bekommen, also auch keine Sorgen machen, ne? Einmal in die Kommentare schreiben, liebe Sportsfreunde, was ist eure Lieblingsdiät-Cola? Wir haben sicherlich die eine oder andere jetzt nicht dabei gehabt, aber das waren so die herkömmlichen, die bei Rewe gefunden haben. Unsere Favoriten nochmal, um aufzulisten: Pepsi Max Cherry und wir hatten Afri-Cola. Afri-Cola findet man leider nicht überall, mussten wir auch nochmal extra gucken. Aber ist ein bisschen mehr Koffein, glaube ich, drin. Ich glaube, das kickt uns auch nochmal ein bisschen. Vielen, vielen Dank, Nock. Waren das auch deine Favoriten oder würdest du noch was anderes sagen? Sag du mal ruhig ganz kurz noch zum Abschluss. Afri-Cola ist schon mein Favorit auch. Aber du fandest es doch gerade nicht geil. Ja, aber ich bin so überzeugt, dass es daran lag, dass es dieses todeswarm war und aus einem Plastikbecher. Ich glaube mehr, dass es mehr dieses Ritual ist. Du hast eine eiskalte Flasche, ja, wo ein schönes Logo drauf ist und dann schmeckt, das sind Frauen. Ne? Die lassen sich vom Marketing halt viel mehr blenden, ja, okay, als Männer. Ist wirklich so. Könnt ihr mal eure Meinung reingeben, eure Lieblings-Cola, Diät-Cola. Und in dem Sinne, wir können gerne nochmal eine andere Serie machen. Vielleicht nochmal so Saftgetränke mit Diät, wenn ihr Bock habt. Kommentar rein. Ganz wichtig, Leute. Tut es. Aktiviert die Glocke. Da kommt gar ein Topf an. Und unten ist sie doch, ne? Weil ne, die ist oben am Kanal, oben rechts ist sie so. Ja, also, stimmt. Die Glocken, die unten sind, ja, das ist eine andere. So, in dem Sinne, haut rein, auf Wiederschauen. Tschüss.